ist es weit bekannt, dass dieser Begriff anscheinend nicht eindeutig definiert ist. Und ich fand ganz interessant, worauf Herr Hagmeier von Villeroy & Boch hingewiesen hat. Er hat ja darauf verwiesen, auch eine Business School muss konkurrenzfähig sein, um zum Beispiel neben anderen renommierten Business Schools bestehen zu können oder auch interessant zu sein. Und dafür sind doch auch dann Sponsoren oder einige Finanzmittel nötig, um da mithalten zu Richtig, können. deswegen kommen auch diese Preisschildchen dazu, die teilweise sogar noch extremer sind. Ja. Und gerade was Herr Hagmeier gesagt hat, was auch in den anderen Statements drin war, die Wettbewerbsfähigkeit, die ist ja schon interessant. Ja. Und die bedeutet ja auch, dass diese Häuschen unterschiedlich zusammengesetzt werden. Das heißt, wenn ich das Häuschen American Business School verwende, bedeutet das, dass wir überwiegend am Ende des Tages Universitätsprofessoren haben, die das unterrichten. Sogenannte A-Professoren. Ja, A-Professuren, ja, Ja. also die richtigen, in Anführungszeichen, wohlgemerkt jetzt in Ja. Anführungszeichen. Das bedeutet, in dieses Haus ziehen dann Universitätsprofessoren ein, und zwar mehr, als wir gegenwärtig haben. Ja. Das heißt, wir würden im Prinzip Fachhochschulprofessuren abbauen, weil wir brauchen ja eine internationale Ja. Wettbewerbsfähigkeit. Ja? Wir brauchen also Leute, die publizieren, die Aufsätze geschrieben haben, die auf vielen internationalen Konferenzen auftreten, etc. Das heißt, hier brauchen wir ein Profil, das wir zurzeit in der Fachhochschule gar nicht haben. Das heißt, das Modell scheidet aus. Das heißt, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, haben wir hier eigentlich ausschließlich Universitätsprofessuren. Ja. Hier in dieser Geschichte haben wir eine Art von Mischung. Ja, hier vielleicht auch. Und in beiden haben wir die Diskussion mit den A- und B-Professoren. Ja. Und die Schwierigkeit, vor der wir stehen, ist in der Tat, und das hat der Wissenschaftsrat sich auch gut überlegt, und da haben die teilweise auch klare Bilder, so wenig sie wissen, was wir in den Fächern machen, so wenig sie wissen, wie gut wir sind, Ja. so gut wissen sie, wie viele Leute da sind und wie viele Stellen altersbedingt vielleicht mal wegfallen. Ja, Das heißt, sie das. wissen genau, wer sowieso geht und wer gehen kann und was man ändern kann. Und deswegen haben wir hier ein didaktisch geschicktes Spiel aufgebaut. Okay. Wir haben hier ungefähr 16 Professoren an der Universität im Bereich Wirtschaft und haben hier so 50, 60 Assistenten. Die mögen mir entschuldigen, wir haben nicht mehr genug Figuren Okay. gehabt. Also die sind genauso groß, aber das sind die Assistenten. Punkt 1. Punkt 2, das ist die Fachhochschule. Besteht überwiegend aus, die Zahlen haben wir irgendwie auch, glaube ich, hier stehen. Wo haben wir das? 40 Professoren, 15 Lehrkräfte und so weiter. Also ungefähr 60, 70 Leute. Und bei denen sind die meisten mit unbefristeten Verträgen. Ja. Fast alle von diesen Lehrkräften dort sind unbefristete Verträge. Während wir hier, und auch wenig von denen jetzt in der Idee, dass sie gerade jetzt in Ruhestand treten, während wir hier bei uns sämtliche Assistenten, fast alle Assistenten haben befristete Verträge. Die können in 3 Jahren, können wir die alle abbauen. Das heißt, da haben wir schon mal Sparmasse. Dann fallen einige Professoren weg. Ja, die gehen in Ruhestand. Andere gehen bald in Ruhestand. Irgendwer geht auch noch weg. Das heißt, wir kriegen der Reihe nach einige. Das ist schon bedingt, wissen wir schon. Ja? Okay. Dann werden sich, auch das war ja im Spiegel Online drauf, einige werden dann gehen, weil sie sich ärgern. Deswegen heißt das Spiel auch: Mensch, ärgere dich nicht. So haben wir wieder mal ein, zwei weg. Das quält mir. So, dann werden einige gerettet. Ja. Wirtschaftsinformatik und so etwas, die kommen zur Informatik rüber. Das heißt, Ins Häuschen. letztlich bleiben eigentlich für unsere Auffanggesellschaft gar nicht so viele mehr übrig. Ja? Ja. Dann werden von denen einige, die befristete Verträge haben, fliegen auch raus. Ja? Ob noch einige dann wirklich in so einem Verbund mit der Differenzierung A und B überhaupt arbeiten wollen, ist eine andere Ja. Geschichte. Weil viele der Kollegen, die in die Fachhochschule gegangen sind, haben es bewusst gemacht. Das hat eine Praxisnähe, Praxiskontakte und, und. Ja. Und ob die alle bereit sind, statt, sagen wir mal, viermal die gleiche Vorlesung vor 30 Studenten, fünfmal unterschiedliche Vorlesungen vor 100 Studenten zu machen, ist fraglich. Ja, es ist ja auch eine ganz andere Zusammenarbeit mit den Ist ein ganz Studenten. anderes System. Da werden viele sagen, das wollen wir gar Ja. nicht, und werden wirklich in renommierte Fachhochschulen in Deutschland wechseln. Das ist einkalkuliert. Das heißt, einige der Top-Leute werden auf jeden Fall gehen. Ja, und Sie sehen, das Problem löst sich langsam. Ja. Und ich kann mir vorstellen, der Wissenschaftsrat hat ziemlich genau Informationen, und er wusste, wie gesagt, weniger, was wir hier unterrichten, als wie viele Professuren bald frei werden. Ja. Und das zeigt, und das ist jetzt übrigens, die haben auch einige, die dann gerettet werden, das ist klar, sowas gibt es auch, das gibt es da drüben auch, ein paar werden gerettet, die kommen ins Häuschen. So. Und aus diesem Rest hier entsteht irgendwie das, was man Business School nennt. Ja, und
Ja, das bedeutet quasi unterm Strich für Studenten, also ja, für uns Studenten oder auch die Studenten, die nach uns noch kommen werden sollten, nicht nur, dass sie nicht mehr die Wahl wirklich haben zwischen, ich möchte einen theoretisch-wissenschaftlichen Schwerpunkt haben und ich möchte auch den Praxisbezug. Die Wahl besteht nicht mehr. Mhm. Man kommt dahin und man muss sich damit zufrieden geben, was es gibt. Und es bedeutet auch noch, dass die Lehrkraft vor allem in diesen spezifischen Bereichen, dann auch gar nicht mehr die Qualität hat, wie sie Studenten zum jetzigen Zeitpunkt noch genießen können. Ja, der wichtige Punkt ist genau sagen von Studentenseite aus. Zurzeit ist es so, dass relativ viele Studenten durchaus genaues Bild haben von dem, wo sie eigentlich hingehen wollen. Ja. Es gibt die Leute, die wollen zur Uni, die wollen Wissenschaft, das ist ein bisschen so. Und die anderen wollen in die Praxis, das ist ein bisschen anders. Ja. Beides ist richtig, beides ist wichtig. Ja. Auch die Gehaltsunterschiede sind gar nicht so groß. Das ist alles irgendetwas, was Sinn macht. Mhm. Das heißt, diese Differenzierung in wirklich unterschiedliche Typen geht verloren. Das fließt alles irgendwie ineinander über. Ja, wir haben hier, es wird bunt durchgemischt. Ja. Wobei man aber weiterhin später immer noch genau weiß, das sind die 5, 6a-Professuren. Ja, das hat Frau Körper-Klein ja auch gesagt. Das ist das Modell der Gesamthochschule, wo dann eben die A und die B sind. Und dann sind einige A und recht viele B. Ob ich da der B sein will, ist eine ganz andere Fragestellung. Ja, ja auch Herr Hagmeier von Willeröhm-Boch hat auch wirklich betont, weil wir haben so gemeint, ja, wie sehen Sie das denn aus unternehmerischer Sicht? Was präferieren Sie denn? Und hat er wirklich gesagt, ich präferiere nichts. Es ist ganz klar, wir brauchen beides. Wir brauchen Menschen von der FH oder Studenten von der FH, die diese Ausbildung genossen haben, genauso wie wir auch Studenten von der Universität brauchen. Und wirklich jede studentische Ausbildung hat wirklich ihre Vorteile, auf die Unternehmen angewiesen sind. Ja, und jeder hat seine Vorteile und die Praxis weiß auch sehr stark, das haben wir auf Kontakt von vielen Unternehmen mitgekriegt, deswegen verstehe ich auch die Position der IHK eigentlich nicht ganz, weil die müsste die Unternehmen ja kennen. Ja. Die Unternehmen haben ein ganz klares Bild, es gibt ein Profil für einen Universitätsabsolvent und es gibt ein Profil für einen HTW-Absolvent in diesem Bereich und das ist unterschiedlich. Ja. Und vor dem Hintergrund ist es für Unternehmen ja gut, genau zu wissen, was kriege ich aus der einen Kiste, was kriege ich aus der anderen Kiste. Ja. Und das kann ich zuordnen. Das heißt, die ganzen Laufbahnsysteme, die ganzen Einstiegsmodelle etc. sind sehr stark auf diese Modelle geprägt, was dazu führt, dass die ganze Struktur der Unternehmen auch so geprägt ist. Mhm. Nochmal, hat nichts mit Gehalt zu tun. Ja. Das ist gar nicht der Punkt, das sind andere Aufgabenstellungen. Und deswegen ist das auch etwas, wo man sagt, Wettbewerbsvorteil, Nachteil für Saarland ist auch schon ein Problem, aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Ja, genau, was wir als nächsten Punkt als beitragmäßig auch vorbereitet haben, das haben wir hier auf der Tafel, ich weiß nicht, ob man das vielleicht kurz zeigen kann, das haben wir Graduation Branding genannt. Da ging es uns darum, wirklich herauszufinden auch ein bisschen, wie viel ist denn der Abschluss auf so einer Business School dann wert? Ist das wie ein Masterabschluss an der Universität oder ein Abschluss an der FH? Und das ist halt wirklich das, was im Endeffekt für die Studenten hier in der Region oder auch die von außerhalb kommen, wichtig ist, weil ich meine, das macht später den ausgebildeten Studenten wettbewerbsfähig, einen guten Abschluss zu haben. Und wie wir eben schon wahrscheinlich ein bisschen angedeutet haben, wenn nicht mehr viele gute Professoren übrig bleiben, ist es wirklich fraglich, wie viel wert dieser Abschluss ist und wie er überhaupt einzuordnen ist. Wir haben gehofft, dass uns Professoren und auch vielleicht Herr Hagmeier oder andere Studenten uns da weiterhelfen können und haben uns mal umgehört für euch. Die Studierenden fürchten um den Verlust des Markenwerts und das ist wichtig. Eine Fusion, wie sie momentan vorgesehen ist, die eine Zusammenlegung zu einem universitätsexternen Gebilde vorsieht, das nicht genauer spezifiziert ist, ist die Umsetzung einer Gesamthochschulidee. Hier muss man vorsichtig sein, weil jede Porzellantasse lässt sich nur einmal zerschlagen. Man kann sie anschließend zusammenkleben, aber sie wird nicht mehr die alte sein und der Markenwert ist verdorben. Aspekt des Marketing her. Wir haben hier eine Marke, die HTW hat eine Marke. Plötzlich wird diese Marke vernichtet, aufgebaut. Sie aufzubauen dauert sehr lange, sie zu vernichten geht relativ schnell. Ne? Also insofern sehen wir im Moment eher Gefahr, dass Werte vernichtet werden, als dass hier Sparpotenzial gehoben wird, das dann insgesamt auch sozusagen zu einer Wertschöpfung, positiven Wertschöpfung führen würde.
Nun, es ist klar, dass ein Masterstudiengang einer solchen neu gegründeten Hochschule nicht so viel wert ist wie ein Abschluss an einer ganz normalen Universität. Es ist auch zu fragen, ob diese Absolventen später die Möglichkeit haben, als wissenschaftliche Angestellte an anderen Universitäten eingestellt zu werden. Wir haben im Moment, Gott sei Dank, ja die glückliche Situation, dass unsere Absolventen sehr gut unterkommen, also sehr schnell Jobs finden. Ob das noch der Fall sein wird, dann bei einem B-Master, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf, das bleibt einfach abzuwarten. Man muss einfach sagen, die Leistungskriterien der Saarbrücker Wirtschaftswissenschaft an unserer Universität sind weit überdurchschnittlich, sowohl im Vergleich mit anderen Wirtschaftswissenschaften außerhalb anderen Universitäten, aber auch im innerfachlichen Bereich. Das Renommee in der Wirtschaft ist gewaltig, der Saarbrücker Betriebswirtschaft. Unsere Absolventen, obwohl es so viele sind, werden vom Markt regelrecht aufgesogen. Dieser Tage wurde ich wieder mehrfach von Partnern aus der Wirtschaftsprüfung im Saarland angesprochen. Haben Sie mir nicht jemanden? Die Leute sind weg, bevor sie da sind, sozusagen. Es ist unvorstellbar. In einem Forschungsranking Rechnungswesen, Steuerlehre, Wirtschaftsprüfung im German Economic Review 2008 haben wir unangefochten im deutschsprachigen Bereich Platz 1 belegt. In einem Forschungsranking im Bereich Mittelstand, Unternehmensgründung in der Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship 2011 ist Platz 2 für im deutsch-österreichisch-schweizerischen Bereich herausgesprungen. Die Differenzierung Universität-Fachhochschule ist jahrzehntelang gewachsen, hat ihre guten Gründe, sind zwei verschiedene Dinge, ist ein Aliud, ist auch gut so. Und beide haben ihren Anwendungsbereich, ist auch meine ganz eindeutige Meinung. Wenn dann das Gutachten allerdings schreibt, dass für die meisten Bedarf, ich muss kurz in die Wörtlichkeit gucken, die HTW-Absolventen ausreichend qualifiziert sind, dann wird das in der Wirtschaft nun, ich sage es mal vorsichtig, als groteske Formulierung aufgefasst. In vielfältigen Anfragen wurde uns versichert, dass man natürlich das universitäre Ausbildungsniveau benötigt, genauso wie Studierende der Fachhochschule. Man braucht Absolventen beiderlei Hochschultypen. Wir haben von den Mitarbeitergruppen möglicherweise für Sie interessant eine ganz gute Mischung. Das geht von gewerblichen zu angestellten Mitarbeitern, vielen Akademikern, aber auch vielen Mitarbeitern, die eine klassische Berufsausbildung aufweisen. Und wir sind, denke ich mal, von der Mischung eben deswegen so gut, weil wir auch diese unterschiedlichen Bedarfe, die wir im Unternehmen haben, damit insbesondere perfekt abdecken können. Also letztlich ist es ja so, dass die aus meiner Sicht eines Hochschullehrers an einer Fachhochschule wird die Güte einer theoretischen Ausbildung auch dadurch gezeigt, dass der Student die Erfahrung macht, was er praktisch damit anwenden kann. Ich glaube an diese Fakultät.